einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist noch ganz früh, 7 Uhr. Ja, ich bin schon aus dem Bett gefallen, wie ihr seht. Und wünsche euch ganz viel Spaß. Heute ist Montag, die Hühner sind schon gefüttert, die Kacke ist eingesammelt, Hunde sind gefüttert. Ich habe alles erledigt, aber ich habe noch nicht gefilmt. Das mache ich jetzt. Ich werde die Tiere einmal filmen. Und dann, ich liebe das ja so früh, aber es ist relativ frisch noch. Also es sind 14 Grad, habe ich eben gesehen. 14 Grad fühlen sich hier aber, glaube ich, anders dann als in Deutschland. Also es ist wirklich relativ warm. Also ich könnte jetzt auch, ja, weiß ich nicht, ich glaube, mit dem T-Shirt können wir auch laufen. Ne? Also es wird auch sicherlich warm werden. Aber wir haben es im Moment 14 Grad. Ja, und dann bitte nicht mal die Tiere zu filmen. Und dann sehen wir uns nachher wieder. Inshallah. Hat sich den Fuß wehgetan, ne? Ich habe das in den Shorts aufgenommen, live, könnt ihr euch angucken. Ich glaube aber, es ist nicht so schlimm, Alhamdulillah. Geh mal weg. Ich muss sie mal wegtun, Moment. Der Fuß war das. Ich glaube, es geht. Nee, ne? Ihr seid echt Hunde. Ein Schockschick ist nichts passiert, ne? Ja. Ein bisschen humpelt er, aber nicht doll. Da hat er das Beinchen dann so hochgehoben. Ein bisschen tut es noch weh, ne? Hm? Oh, ich habe es aufgenommen in den Shorts, müsst ihr gucken. Nee. Ja. Ach, Schatzi. Sag mal, läufst du denn? Ja, er steht ja auch. Ne? Ja, tut noch weh. Müssen wir ein bisschen erholen jetzt, ne? Ja. Ich weiß jetzt auf einmal, ne? Hm? Leg dich mal. Ja, der Zeh tut weh, der Zeh, glaube ich. Tut dein Zeh weh? Ja. Das ist nicht zu Spaß, ne? Tut dein Zeh weh? Darf ich mal gucken? Darf ich mal gucken? Kann ich mal gucken? Leg dich da hinten ein bisschen weg mit dem Kopf. Ne, ich habe Angst. Das Gebiss ist mir zu gefährlich, du. Danke. Das wird schon mal. Ja, läuft ja auch. Ja. Darf ich mal anfassen? Hm? Ascha? Darf ich mal anfassen? Nee, das ist mir zu gefährlich. Dann müsste ich den Kopf anbinden, das will ich nicht. So schlimm ist nicht, Alhamdulillah. Aber da seht ihr mal, ne, wenn sowas passiert. Ich sitze so ohne Maulkopf. Ich muss unbedingt irgendwie einen Maulkopf finden. Allah, stimmt's. Du? Ja? Hast du dir Aua gemacht? Hä? Hast du Aua gemacht? Ja? Ich hätte mir aufstehen. Oh, gerade der Fuß sitzt so hoch und man hat gar nicht geweint. So schlimm war es wohl nicht. Ja. Och Baby, du musst doch auch aufpassen. Ihr könnt doch hier nicht überall so hoch und runter rennen. Ne? Könnt ihr doch nicht machen. Geh mal ein bisschen. Hm? Zeig mal. Lauf mal ein bisschen. Na komm. Ha?
laufen mal ein bisschen, komm. Ja, Madame habe ich eingeschlossen. Der Fuß war das. Geht schon, da nichts passiert. Jetzt reicht es aber auch. Na, jetzt mache ich euch mal rein. Geht. Ich habe jetzt mal zwei meiner Videos eingestellt. Werde jetzt mal hier gründlich sauber machen, habe ich mir gedacht. Den Tisch einmal versuchen, von dem Kalk zu befreien. Und vor allen Dingen auch hier die ganzen Schmutzspuren vielleicht mit so einem Schrubber einmal sauberer versuchen zu kriegen. Ja, da dürft ihr mich dann so ein bisschen unprofessionell begleiten, wenn ihr Lust habt. Lass ich einfach laufen und dann könnt ihr mir zugucken. Ich habe meinen alten Schlauch wieder geholt von oben. Weil mir der andere ist mir ziemlich schwer, ne? Der ist nicht so schwer, da hole ich doch gar nicht immer raus. Der hat mein. So, also einmal alles hier ein bisschen nass machen. Und dann würde ich einmal feuern. Feuerpulver würde ich jetzt nicht unbedingt benutzen, könnte ich eigentlich auch. Muss ich eigentlich auch nicht wegen den Pflanzen, ne, ist nicht gut, aber ich muss einfach mal sauber, ja. Weil voll dreckig überall. Ich helfe euch das mal. Guck mal. Das war letztes Jahr schon nicht richtig gemacht und deswegen mache ich das jetzt mal. Einmal abschrubben. Vielleicht hole ich doch mal dieses Zeug her. Dieses Schrubberzeug statt diese Sache hier. Ja. Ich glaube, das macht es mal. Ne? So, dann kann das Wasser einmal auf. Und dann mache ich das sauber. Wetter scheint wieder warm zu werden, aber es ist relativ, also es ist nicht heiß. Ne? Es ist angenehm, aber nicht irgendwie, dass du sagst, oh mein Gott. Ein bisschen drückend schon, ja. Aber es geht. So, dann hole ich mal das Scheuerpulver. Und beginne mal mit dem Putzen des Tisches als erstes, würde ich sagen. Auch ein von den rosa Teppichen jetzt in die Maschine gemacht. Einmal ohne euch. Ja. Mal gucken, ob ich diese Kalkflecken abkriege. Und dann würde ich mir mit Tagsüber auch immer so ein, zwei Sätze hier rausstellen. Kann ich hier abends wieder reinmachen, dann kann man hier noch putzen. Ich hole mal doch dieses harte Ding. Wollte ich eigentlich nicht, aber krieg nicht ab. Benutzen. Ich habe echt keinen Bock mehr auf dieses Chlorbad. Ich zerkratze das nicht. Glaub nicht. Ich glaub nicht. Ich brauche bald alle Menschen. Neu kaufen. Das habe ich schon ewig. Ich überlege auch, ob ich eine der Banken hierher hole.
glaube, das mache ich mal, weil das sowieso wüsste ich gar nicht mehr jetzt. Vielleicht ist es tatsächlich schlauer, sogar beide hierher zu holen. Mal gucken. Jetzt brauche ich die Sessel nicht immer runterholen, obwohl die natürlich ein bisschen zu niedrig sind. Man kann ja auch auf das Plastiksessel sitzen. Ich bin ja jetzt erst noch mal allein und wenn die Kinder kommen, dann mache ich das, hole ich die anderen runter, dann mache ich das mal. Werde ich den auch mal ein Stück abschrubben und die eine Bank herholen und dann ist gut. Natürlich, ne? Ja, jetzt ist gut. Ja, jetzt ist alles ab. Hier ist es richtig dreckig. Mal gucken. Kippt gar nicht mehr ab. Also muss ich doch meine Knie nass machen. Normalerweise würde ich die jetzt hochkrempeln, die Hose, aber die Dinger, die mit euch, ne? Könnt ihr mir die gucken. Ein bisschen Schnur würde bestimmt festhängen. Mal gucken mit dem harten Lappen. Ich will aber kein Chlor benutzen wegen den Pflanzen. Ich will aber nicht ab. Geht nicht ab. Nur ein bisschen. Dolle hier. Bräuchte man so ein richtiges Scheuerpulver, ne? So ein richtiges Pulver. Vielleicht ein bisschen Chlor, soll ich mal probieren?
manchmal eine Pflanze kaputt macht, die schmeckt. Egal. Nicht dolle, ne? Das ist nicht dolle, sagt man. Bisschen, aber nicht wirklich gut. Nicht wirklich so, wie ich es hätte. Gerne. Ich brauche hier ein bisschen Wasser, aber dann werde ich noch mehr nass. Geht, ist nur diese Richtung so dreckig. Einmal umdrehen, bitte. So.
hier ist auch nicht so dreckig. Das ist halt nur hier. Mal gespannt, wie das gleich aussieht, wenn es trocknet, ob das so ein bisschen was gebracht hat. Schauen wir mal, ne?
spucken. Da komme ich ja nicht ganz hin, wie ihr wisst, aber ja, versuchen wir mal unser Glück. Ich würde gerne noch mit Chlor versuchen, so ein bisschen an den Lippen. Dann kann man das ja abwischen. Ich versuche mal so ein bisschen Chlor. Komm, geh mit. Chlor habe ich jetzt noch mal hin. Ich will nur so ein bisschen und dann wische ich das ab mit dem Lappen.
statt es zu spritzen, dann wird das schon klappen. Nur so ein bisschen. Aber dafür will ich erstmal das Wasser wegmachen, damit es nicht so sehr flüssig alles ist und ich dann so viel zu tun habe. Das erstmal alles weg hier. Dabei. So, stelle ich mich mal ein bisschen hier mit hin. Uiuiui, Leute, ist das anstrengend. Für Omas Beine. Arschkisch. Das ist immer noch so nass hier alles. Das läuft immer wieder nach, ne, von da hinten. Da muss ich hier jetzt alles erstmal wegmachen, ne? Also, ich werde es mal jetzt probieren. Wirklich besser. Klar, das muss einwirken, ne? Aber also ich glaube, das bringt auch nicht viel. Dann ist ja gut, dann haben wir ja nichts falsch gemacht. Ne, das wird auch nichts. Ist halt so eingebrannt, der Schmutz hier. Ne. Ne, das hat auch keinen Zweck leider. Naja, war ein Versuch wert, ne? Überhaupt nichts. Guck mal, gar nichts gebracht. Okay. Also mit Chlor soll ich jetzt hier nicht arbeiten. Jetzt meine Hose nicht eingefärbt in Schwabber. Wenn ja, dann ist auch nicht schlimm. Gut, das bringe ich mal wieder weg jetzt hier. Das bisschen Chlor macht ja nichts. Wo keine Blumen sind. Zumindest werde ich es einmal versuchen. Das hat fast gar nichts gebracht hier, leider. Auch das Schrubben ist weiterhin schwarz.
wie sonst. Und nicht nur wahrscheinlich irgendwie so einen Fliesenreiniger oder so nehmen, sondern professionell. Ein Teppich habe ich hingehängt. Seht ihr, wie das Band, wie so ein Plastik, ne? Obwohl das ganz stramm gezogen ist. Wirklich richtig stramm, aber das zieht sich wie so ein Gummiband. Ja, der Tisch ist auf jeden Fall gelungen, glaube ich. Inshallah, ich weiß nicht. Ich muss erstmal trocknen. Und weißt du, wisst ihr, was ich für einen Schreck bekommen habe? Ich dachte, die ganzen Fliesen seien zersprungen, ne? Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken. Aber das ist einfach nur der Dreck von hier, ne? Ja, hier mache ich dann auch gleich, aber ich will erstmal hier hinten weitermachen. Hier haben die Hunde nämlich dieses blaue Zeug daraus gebummelt. Das werde ich alles mal wegmachen gleich. Und dann bin ich dabei, hier einmal ja, zu waschen. Wie ihr seht, könnt ihr mir bald zugucken. Das muss gemacht werden, weil sonst kommen hier alles Ameisen und hast du nicht gesehen. Das muss gewaschen werden ab und zu. Mindestens zweimal in der Woche. Das ist wirklich.
ganzen Nachbarshühner hier am Gackern. Ganze Nachbarshühner gackern. Du hast hier noch was.
So, das war's erstmal. Jetzt müssen wir noch den ganzen Müll da einsammeln. Meine wollen machen, die sind so ruhig da. Die sind doch gar nicht gut. Die schlafen vielleicht. Nee, die sind bestimmt auch am Suchen nach Futter. Die Tür auch noch mal, wenn wir schon mal dabei sind, und werde mal den Hammer holen. Huch, mal gucken, ob ich das so ein bisschen weghauen kann. Schaue ich mal. Versuch's mal.